Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum 25. Philosophie-Vortrag unserer Jakob-Böhm-Akademie. Das ist ein kleines Jubiläum, denke ich. Heute dürfen wir Professor Smith aus Dublin begrüßen. Er wird versuchen, uns nahezubringen, wie spätantike Philosophen über die menschliche Existenz nachgedacht haben und auch, wie sie selber gelebt haben. Ich würde sagen, einen kleinen Applaus für unseren Referenten von heute. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch das nächste Philosophie-Café vom 7. Dezember ankündigen und der nächste Vortrag auch von Professor Mike Hosank am 21. Dezember. Und er wird referieren über die Gefahren verursacht vom egomanen Individualismus und wie diese gebannt werden können. Das wird hoch spannend sein. Und dabei wird der deutsche Philosoph Jean Gebser im Mittelpunkt stehen. Nur noch ein Wort zum Ablauf unserer heutigen Veranstaltung. Professor Smith wird eine Stunde ungefähr Maximum reden. Dreiviertel zwölf, also Viertel vor zwölf, machen wir dann eine Kaffee- und Kuchenpause. Und in der zweiten Hälfte der Veranstaltung haben wir dann die Gelegenheit, unseren heutigen Referenten zu löchern mit Fragen. Wir können auch eigene Meinungen zum Inhalt des Vortrags äußern. So, ich gebe jetzt das Wort unserem Referenten, der uns vielleicht zunächst einmal sagen wird, wer er genau ist, was er gemacht hat, womit er sich beschäftigt hat. Mein Lebenslauf. Aber nicht zu lange, nicht zu lange. Ja, es ist sehr schwer zu erklären. Ich muss mich zunächst bei Ihnen bedanken für diese Einladung und die Gelegenheit, wieder mal zu Ihren schönen, sehr schönen Stadt zu kommen. Ich war Professor der klassischen Erziehungswissenschaften in Dublin für 20 Jahre. Mein Hauptfach ist griechische Philosophie, aber ich habe auch Interesse an Archäologie, die Archäologie der antiken Welt. Und ich habe mich höchstens mit dem Philosophen Porphyrius befasst, dass er war ein Student von Plotin, und ich habe die Fragmente seiner Werke veröffentlicht für mehreren Jahren, hier in Deutschland, tatsächlich in Deutschland. Und ja, das genug, ja, was an mich angeht. Ich habe ein Handout ausgegeben, viel darin, und wir werden das später ein bisschen durchlesen. Haben Sie keine Angst, wir werden dann die Zeit, alles durchzulesen. Aber einiges mindestens. Es handelt sich um Auszüge aus den Werken von Plotin. In der Antike hat in den antiken Städten viele Philosophie-Schulen gegeben. Aber damals in der Antike, Philosophie zu studieren, war nicht wie heute in unseren Universitäten zum Beispiel ein Fach unter den anderen auszuwählen, aus kulturellen Interessen oder aus Neugier, sondern es war vielmehr ein Suchen nach der Frage, wie soll ich mein Leben führen? Wie komme ich zur Glückseligkeit, griechisch Eudaimonia,
oder Selbsterfüllung. Und deswegen hatte jede Schule seine eigene Richtung. Ob Stoiker oder Epikureer oder Platoniker. Und ich würde auch die letzten, die Platoniker und besonders in der Spätantike konzentrieren. Und ich möchte mal anfangen mit ein bisschen Hintergrund, um Ihnen zu zeigen, was für Gebäude benutzt wurden für Philosophieunterricht. Nun, ganz am Anfang in der Zeit von Sokrates zum Beispiel, hat man in öffentlichen Plätzen, Räumen sehr oft zusammengekommen, um zu diskutieren. Entweder im Freien oder in zugedeckten Gebäuden, in Stoen und so weiter. Aber später in der Spätantike hat man meistens in Privathäusern Schulunterricht gefunden. Und die Gruppen, die studierten, waren sehr gering im Gemeinde, sehr gering. Jetzt wollen wir in Athen anfangen. Was ich in dieser Stunde behandeln möchte, sind erstens die Schulgebäude, wie gesagt. Was waren die Studenten? Was Studenten gab es? Und drittens das alltägliche Leben der Professoren, der Philosophen selbst. Was war das? Und zweitens, und das ist das Wichtigste, praktische Einführung zum philosophischen Leben, einige Ausdrücke aus dem Philosophen Plotin, das zu illustrieren. Ich weiß nicht, ob Sie, viele von Ihnen haben Athen besucht, wahrscheinlich. Hier ist der Akropolis. Und in den letzten 13 Jahren, 14 Jahren hat man einige Ausgrabungen gemacht und sogenannten Häuser der Philosophen gefunden. Es ist schwer, eigentlich ein Haus zu identifizieren als Haus eines Philosophen. Aber besonders hat man sich dafür interessiert, dieses Haus See, wir stehen hier an der Südseite der Agora in der Spätantike und es gab einen Bezirk hier von riesigen Häusern, die aristokratischen Leuten, vornehmen Leuten, wo sie zu Hause waren. Das ist ein sehr großes Haus. Und dann am Südseite des Akropolis selbst, am südlichen Hang des Akropolis, hat man ein Haus hier entdeckt und es ist in den letzten Jahren ausgegraben worden und inzwischen zugedeckt, weil es mitten in der Straße, in dieser Großstraße entlang zu finden ist. Und man sieht nichts mehr davon, aber ich werde Bilder von diesen Häusern jetzt zeigen. Es ist ein Haus See in Südagra, es ist ein sehr großes Haus. Und erstaunlicherweise ist das Haus stammt von dem 15. Jahrhundert vor Christi Geburt. Und ist wieder mal umgebaut, umgewandelt und so weiter. Bis wir stehen jetzt in den 15. Jahrhundert, Anfang des 15. Jahrhunderts nach Christi. Hier und es besteht aus, es ist ein normales Haus, ein Peristylon hier und ein Nymphäum, ein Wasseranstalt hier, das später in ein Bisterium, Baptisterium, umgewandelt war. Es war offensichtlich vielleicht das Haus des ersten Bischofs von Athen im 15. Jahrhundert, aber ja, mehr kann man nicht sagen. Und es gibt zwei Peristylen und ein großes Zimmer hier, das vielleicht als Unterrichtszimmer benutzt wurde. Man fragt mich nicht, wie man beweisen kann, dass es Haus eines Philosophen war. Es ist sehr kompliziert und unsicher. Aber man hat verschiedene Befunde hier gefunden, die
die dazu, die zeigen, dass es ein Haus ein Gelehrter war. Hier habe ich auf Ort und Stelle selbst Bänke bedeckt gefunden, hier, die vielleicht Bänke für Studenten waren, in einem Unterrichtsraum. Wenn man das ein sozusagen Haus aus, als wieder hergestellt, mit den vier Peristilen hier. So ein sehr großes Haus. Und wir werden später lernen, dass Plotin zum Beispiel, als er in Rom war, lehrte und unterrichtete in einem Haus einer aristokratischen Dame von Rom. Wir wissen nichts mehr davon, nur von den literarischen Quellen. Und jetzt finden wir uns auf dem Südenhang des Akropolis zwischen den zwei Theatern auf der Südseite der Akropolis mitten in der heutigen Straße. Dieses Haus mit einer Apsis, ein Empfangsraum, Empfangszimmer hier, die sowohl in einem normalen Haus als Esszimmer oder hat viele Benutzer. Man könnte es benutzen für viel Belegenheit. Und es könnte sein, dass ein großes Zimmer, das hier als Unterrichtszimmer benutzt werden konnte. Und es gab hier auch Befunde, die beweisen, dass das Haus wahrscheinlich eines Philosophen war, und es gibt auch literarische Beweise dafür, dass der Proclus, Haupt der Akademie war, in dem Anfang des 15. Jahrhunderts, hier zu Hause war und sein Haus unter dem Akropolis liegt und konnte von dem Akropolis gesehen werden und auch gehört. Man konnte die Leute hören von dem Akropolis. So ist das Haus, das ausgegraben wurde, höchstwahrscheinlich war es das Haus des Proclus. Und eine Aufnahme von, als das Haus ausgegraben wurde. Jetzt, wie gesagt, ist es wieder zugedeckt, um die Straße wieder herzustellen. Und man sieht hier klar diese Apsis mit diesen Nischen in der Apsis. Und es gab ein kleines Schrein hier. Und jetzt, erstaunlicherweise, hat man in den letzten 20 Jahren in Alexandria, wo Alexandria war ein Zentrum der Bildung in der antiken Welt, besonders in der Spätantike. Alexandria, die Stadt, die das berühmte Museum oder Bibliothek hatte, fand man bei neuesten Ausgrabungen eine ganze Reihe hier von Hörsagen. Das ist unbenannt, unbekannt überall in der antiken Welt. Philosophen und andere haben sehr oft Unterricht in einem Odeon gegeben, in einer Stadt, in einem Kleintheater. Aber es gibt kein Beispiel, wie das hier kein Beispiel in anderen Städten von einer Lehranstalt eigentlich. Aber diese Reihe gibt fast 20 Hörsäle. Jeder könnte etwa 20 bis 30 Leute einnehmen. So, die war sehr klein. Und die stammen eigentlich von der Spätantike, von dem 5.
bis zum 7. und 8. Jahrhundert das Ende der Stadt mit der Eroberung von den Arabern. Und hier ist ein Hörsaal, hier, es ist senkrecht, mit den Bänken ringsherum. Und hier sieht man einen Thron oder Lehrstuhl. Das ist der originale Lehrstuhl, wo der Professor saß. Und wir wissen von literarischen Quellen und von anderen andere beweisen, dass Professoren sehr oft auf einem Lehrstuhl saßen mit den Studenten ringsherum. Ein Lehrstuhl, ein Stuhl, ist das Zeichen der Autorität, sowohl politische als philosophische Autorität. Und komischerweise ist hier etwa umgestaltet, dass es, man würde erwarten, dass der Redner hier gestanden ist und hat sein, wie in einem Theater. Aber es ist wahrscheinlich, dass es hier ein Redepult war, aber für die Studenten, die ihre Arbeit vorgetragen hatten, vor dem Professor hier und den anderen Studenten. Und wir wissen, dass als Unterrichtsmethode von literarischen Quellen, zum Beispiel, wir wissen, dass in dem Seminar von Plotin seine Studenten beauftragt waren, eine oder eine andere Position zu verteidigen und zu diskutieren und dann vor den anderen Studenten vorzutragen. Noch ein Beispiel mit, ist noch klar, dass hier der Lehrstuhl war mit den Treppen, die für den Professor aufzusteigen und nochmal dieses, die Reste eines Redenpultes, würde man sagen. Ja, wir lassen das zur Seite, momentarisch. Was für Studenten gab es? Ja, natürlich in verschiedenen Perioden ist es unterschiedlich. Und ich spreche nur von der Spätkaiserzeit. Es gab Anfänger und wahrscheinlich viele Anfänger, die zusammenkamen, um Rhetorik bei diesen Professoren von Philosophie, Rhetorik zu lernen. Rhetorik, damit sie besser kommunizieren könnten und auch Rechtswissenschaft auch. Aber Rhetorik und Logik, man fängt an mit Rhetorik und Logik. Und das Anfänger, Studenten mit 18 Jahren vielleicht, Plotin selbst hat mit 28 angefangen. Und dann gab es die inneren Kreise, die fortgeschrittenen. Rhetorik war ein Kurs für höchstens zwei Jahre. Und das war das Ende, der Schluss für die meisten Studenten, die wieder ins Reden geschickt wurden, um Rechtsanwälte zu sein oder Politiker oder was. Und wir sprechen natürlich nur von den vornehmsten Leuten, vornehmsten Studenten. Ja, normale Leuten gab es überhaupt keine Gelegenheit, diese Art Bildung zu genießen. Nach zwei Jahren, nach Rhetorik und Logik, hat man mit der Philosophie selbst angefangen. Und das war eine geringe Menge von Leuten. Und noch weiter gab es sehr fortgeschrittene Studenten. Und wenn man von Studenten spricht in diesen philosophischen Schulen, sollte man vorstellen, dass sie nicht junge Leute waren in diesen fortgeschrittenen Unterrichtsklassen.
Zum Beispiel in dem Seminar von Plotin in Rom gab es Ärzte, gab es Politiker, Senaten und so, Senatoren und so weiter. Nicht junge Leute und dann diejenigen, die Philosophie als ein Beruf studieren wollten. Es gibt die schöne Geschichte von Libanius, der aus Antioch in der heutigen Türkei nach Athen gekommen ist, und er wurde entführt, als er Athen angekommen ist in Piraeus, von den Studenten, anderen Professoren, eben weil sie haben ihr Geburten zusammengekriegt von diesen Studenten. Und die Studenten wollten, dass so viel wie möglich Studenten zu ihren Professoren gingen. Und er ist 4 Jahre in einem Zimmer eingeschlossen, um an einen anderen Professoren umzuwandeln, sozusagen. Und man hört in Athen zum Beispiel Meutereien und Studenten, Probleme mit den Studenten, und der Staatsgehalt, der römische Staatsgehalt, der in Korinth wohnte, musste nach Athen kommen, um das zu organisieren, wieder in Ordnung zu bringen. Ja, so viel für Studenten. Alltägliches Leben der Philosophen. Um nur irgendeinen Einblick zu geben, wie das war, wir wissen nicht so viel davon, aber man könnte es zusammenfassen irgendwie. Zum Beispiel mit Plotin wissen wir ziemlich viel. Meine Brille. Plotin war in Rom tätig und in einem Haus, in einem Privathaus. Und wir hören, dass, ja, es muss zwei Kreise, ein innerer Kreis, ein äußerer Kreis, Studenten gegeben haben. Und die innere Kreis war offensichtlich ziemlich gering. Wir hören auch, dass Kinder, deren Eltern gestorben sind, sind in seine Betreuung übergeben. Also er hat nicht so irgendwie sich von der Welt abgetrennt. Und er hat um ihre finanzielle Angelegenheiten gekümmert. Was der Opfer für sie umständig war, also alles auszurechnen. Und sogar hat ihm zugehört, als sie ihn vorgelesen haben. Das ist ein Zeichen dafür, dass er ein normales oder außergewöhnliches moralisches Leben geführt hat. Und darüber hinaus gaben diese Philosophen schon vielen formten eine Gesellschaft, besonders für die inneren Studenten, eine Gesellschaft von Freunden eigentlich, die sich umeinander gekümmert haben. Und so hören wir von Plotin, dass sein Student Porphyrius, der 40 Jahre alt war, war kein junger Mensch, Porphyrius, der einmal unter Depressionen geleidet hatte, und Plotin hat ihn besucht, in seiner Wohnung besucht, um ihm zu helfen. Was von, man würde fragen, religiöser Praxis, das ist eine schwierige Frage. Plotin war ein bisschen außerordentlich, und es gibt er war kein Agnostiker natürlich, aber es gibt die schöne Anekdote, dass einer seiner Schüler einmal ihn eingeladen hat, die Tempel zu besuchen und im Tempel zu beten. Und er hat geantwortet, dass, die Götter sollen zu ihm kommen, eher als er zu den Göttern. Und
Die waren ein bisschen erstaunt. Die Studenten waren ein bisschen erstaunt, dass sie gesagt, dass sie Gesinnung war. Das war ganz nicht normal. Ja? Und auf der anderen Seite sehen wir, dass Proklos, der später kam, der Haupt der Akademie in Athen, sehr religiös war im normalen Sinne und hat täglich gebetet, dreimal gebetet, an die Sonne gebetet. Und einmal im Monat hat sich in dem Meer Ritual gebadet und hat sogar die Tochter eines Freundes, der krank war, geheilt, hat zu dem Haus gekommen, hat über sie gebetet und eine Heilung verursacht. Da gibt es einen großen Unterschied. Und das ist sehr interessant für Religion und die Relation zwischen Religion und Philosophie. Wenn wir nach Proklos kommen, das ist eine interessante Geschichte, seiner Lebenslauf, hat in Alexandria mit 18 Jahren angefangen, Rhetorik zu studieren und Rechtswissenschaft. Und seine Begabung war sehr bald anerkannt von den Lehrern und sie haben ihn ausgewählt als mögliche Nachfolger und sogar in die Familie aufgenommen. Er wurde zum Essen in dem Haus des Professors ist zum Essen eingeladen worden und sogar ein Heiratsantrag bekommt. Das war Familiensache eigentlich von Zeit zu Zeit. Er hat das Heirat abgelehnt und ist nie später geheiratet. Und so als sie nach 2 Jahren nach Alexandria, nach Athen gekommen, um dort zu studieren, wurde sofort angenommen von den damaligen Häupten der Akademie, Nestorius. Und es ist interessant, mit 20 Jahren nach Athen, und er hat mit Nestorius, der sehr alt war, 90 Jahre alt, Haupt der Akademie, hat in 2 Jahren Platon, Phaedo gelesen und Aristoteles de Anima. War Platoniker, er hat Aristoteles gelesen. Und als Nestorius gestorben ist, hat er dann mit Cyrenus, seinem Nachfolger, in zwei Jahren alle Schriften von Aristoteles gelesen. Kann man das sich vorstellen? Alle Schriften von Aristoteles. Ich habe einen Kollegen gehabt, der alle Schriften der Aristoteles gelesen hat, in seinem ganzen Lebenslauf. So. Und dann nach diesen 2 Jahren hat er mit Cyrianus die anderen Schriften von Platon studiert, 4 Jahre für alle anderen Schriften von Platon. Und es gab eigentlich ein Kursus, man fängt an, normalerweise eine allgemeine Einführung mit Ethik, und man las das, die Leben, es gab verschiedene Leben des Pythagoras, war ein Exemplar sozusagen, und die ethischen Werke von Aristoteles und den Stoikern, das waren die Platoniker, die Stoiker gelesen hatten, um Vorbereitung. Weil es wichtig war, sehr wichtig war, dass wenn man Philosophie die Werke von Platon anfängt, dass man schon eine moralische Unterstützung hat. Das wird nicht mehr verlangt von Philosophiestudenten oder von Professoren. Aber sie müssten moralisch so in guter Ordnung sein. Und dann nachher haben sie Logik und das Organon von Aristoteles gelesen, als Vorbereitung zum platonischen Dialektik. Und dann gab es eine Leseordnung von den Dialogen des Platon.
Und eine erste Stufe und eine zweite Stufe. Die erste Stufe, Einführung mit dem Alcibiades und so weiter, Ethik, jeder hat sein Ziel. Physik für Sophistes, Politikus, Theologie für etwas, ein Symposium und dann das Gute, das Hartung, der Verlebus. Und dann stieg man wieder ab zur zweiten Stufe mit diesen großartigen Werken von Platon, Timaeus, für die Physik, wie Welt entstehen zu betrachten ist, und Theologie, Parmenides, wie man die Goethe darstellen sollte und analysieren sollte. Hauptziel der, ich muss uns jetzt zu den Arztzügen wenden. Und die sind alle von dem Stiften des Plotin herausgenommen. Und einige Worte über die allgemeine Natur seiner Schriften. Eben weil der Stil dieser Schriften seinen Lehrstil reflektiert. Man kann viel davon lernen, wie er im alltäglichen Unterricht, wie er sich behalten hat, wie er gelehrt hat. Zum Beispiel sehr oft mit der Vorlesung von einem Text von Platon oder von anderen Philosophen. Und das diente als Ausgangspunkt für die Diskussion. Man hat es vorgelesen. Und auch sehr oft von anderen Philosophen, aber hauptsächlich von Platon. Und dann ist es klar von den Schriften, dass er in seiner, ich wollte nicht sagen Vorlesung, in seinen Seminaren, dass er immer Fragen gestellt hat zu den Studenten oder Fragen angenommen hat von den Studenten. Er wollte gefragt zu werden, um die Diskussion weiterzuführen. Und man sieht das in den Schriften, dass es viele sehr oft Fragen von angenommenen Gegnern oder Disputanten gibt. Dann gibt er eine Antwort. Also Problemlösung war sein Ziel eigentlich. Und er sieht das eher vor, als formale Vorträge zu halten. Es gibt einige Instanzen davor, zum Beispiel der Student Porphyrios, und Philosoph Porphyrios, hat ein Problem über die Anwesenheit der Seele zum Körper als Frage vorgebracht. Und die anderen Studenten wollten, lassen das zur Seite, wir wollen den Meister hören, ja. Und wir wollen so vorangehen, weiter hören. Aber Plotin sagt, nein, wir müssen das diskutieren. Und sie haben 3 Tage lang dieses Problem von der Anwesenheit der Seele zum Körper diskutiert. Es gibt eine andere Instanz, dass Amelius und Porphyrios wurde beauftragt von Plotin, gegenseitige Seminararbeiten vorzustellen über das Problem der Identität des Geistes und des Objektes des Denkens. Das ist ein sehr schwieriges Problem, wie wir später sehen werden. Und besonders charakteristisch überall, was besonders charakteristisch in diesem, für seinen Lehrstil, besonders charakteristisch ist seine Bemühen, seine Studenten auf den Weg zur Kontemplation und Gottähnlichkeit zu setzen. Und das ist das Ziel der Platoniker, so ähnlich wie Gott zu sein.
Und das ist der Hauptziel aller Platoniker in der Spätantike, ihre Studenten zu dieser Gottähnlichkeit zu führen, homoiosis to theo auf Griechisch. Das heißt, sich mit dem allerhöchsten Prinzip der Welt und des Weltalls zu einigen. Und damit gewinnt man echte Glückseligkeit, das ist das Ziel aller Philosophen. Echte Glückseligkeit, die unseren alltäglichen moralischen Lebensstil fast automatisch beeinflusst, wenn wir das dazu gekommen, und bereichert, wie wir uns tägliches Leben führen. Und wie kommt man dazu? Und das ist die Frage, die ich jetzt stellen möchte. Wie kommt man dazu? Beim Philosophieren und bei philosophischen Betrachten. Es ist nicht wie ein religiöses Gefühl oder was, oder Kontemplation, denkt man vielleicht auf Religion. Nein, Kontemplation heißt Denken. Und beim Denken und Betrachten der Realität und Kontemplieren der Weltprinzipien, anfangen mit der Weltseele, und man denkt, was hat diese Welt geordnet, was ist die Ursache unserer Welt? Ja, es gibt eine Frage. Man muss die Weltseele betrachten und dann ihre Ursache, den Geist, was noch höher steht, betrachten, den Geist oder Intellekt, Gott, man sagen, um am Ende das eine, das allerhöchste Prinzip des Weltalls betrachten. Das eine, das die Ursache der Einigkeit und Ordnung unserer Welt ist. Und, ja. Und jetzt fangen wir an mit einer Schrift von Plotin, die 5.1, die heißt die drei Hypostasen. Das sind diese drei Ebenen der Realität. Seele, ja, das Welt, das physikalische, die physikalische Welt, die Seele, der Geist und nachher das eine. Und sein Bemühen ist, dass wir wieder entdecken diese Prinzipien der Wahrheit der Welt, und dann am letzten wieder entdecken, dass wir selbst daran teilnehmen, dass wir selbst irgendwie Seele, Geist und auch dieses eine in uns haben. Das ist der Weg. Und so fängt er an, hier Nummer 1. Was ist es eigentlich, das dazu geführt hat, dass die Seelen Gott, ihren Vater, vergessen haben? Und obwohl sie Teile von dort her, von Gott, von dem Vater, und überhaupt zu ihm dort gehören, sich selbst und ihn nicht mehr kennen. Das ist unser Lager. Das ist die Lage seiner Studenten, die vor ihm saßen. Und er fängt an von dieser Situation. Und man merkt, sich selbst und ihn kennen. Was sind die beiden? Ich bin Seele und es gibt eine Weltseele. Das sind die beiden. Ich habe auch einen Geist. Und es gibt diesen universalen Geist auch. Und man fängt an, das zu anzuerkennen. Wir sind die Kinder, die sofort von ihren Eltern getrennt und lange Zeit fern von ihnen aufgezogen worden werden. Weder sich selbst noch ihre Eltern kennen. Das ist eine Idee. Also, weil sie jenen und damit auch sich selbst, immer die beiden, das Universale und das Selbst, aus den Augen verloren haben, bewerten sie aus Unkenntnis ihrer Herkunft
sich selber niedrig und alles übrige hoch. Dass wir haben einen falschen Eindruck von unserer Welt. Bewunden alles Mögliche eher als sich selbst. Lassen sich davon erschüttern und beeindrucken und machen sich davon abhängig. Das ist, wir vernachlässigen das, was in uns ist, unser eigenes Selbst, und schauen wieder auswärts auf, zu der Welt außerhalb uns und sind davon abhängig, zugefesselt. Das Materielle ist für uns wichtiger als unser eigenes Selbst. Und jetzt geht weiter an in dieser Schrift, weiter an, wie kann man das korrigieren? Wie kann man uns irgendwie wenden zum Inneren und zum Hören wenden? Und es gibt zunächst zwei Wege, so könnte ich sagen. Der eine besteht darin, den geringen Wert von allem aufzuzeigen, was die Seele Augenblick wertschätzt, dass man auf das Materielle und sagen, dass es nicht wertvoll ist. Die werden wir bei anderer Gelegenheit auf breiterem Raum durchführen. Ja, Platin hat es nie gesagt, ist nie zurückgekommen zu diesen Fragen, eben weil er mehr optimistisch ist. Obwohl er sehr oft sagt, dass wir diese Welt entfliehen müssen. Und das scheint sehr negativ zu sein. Doch hat er ein wunderbares Gefühl über das, die Schönheit der Welt, nicht wie die Gnostiker, die das Welt abgeschätzt haben. Aber man muss nicht zu dieser Welt gefesselt sein, das ist wichtig. Das zweite Weg, dann, die nächste, nächste Stufe, besteht darin, die Seele sozusagen über ihre Herkunft und ihren Eigenwert zu belehren und daran zu erinnern. So nach innen und aufwärts zu, den Blick zu wenden. Und hier, sehr wichtig, das, was sucht, ist ja die Seele. Das ist das Denkende in uns, das Rationale in uns. Und die muss erkennen, was sie ist. Ja, das ist so wichtig. Das ist keine religiöse Kontemplation, aber eine philosophische Untersuchung über die Natur des Selbst, über die Natur der Seele. Was bin ich? Und wenn ich zur Seele kommen möchte, muss ich entdecken, was ich bin, was meine Seele ist. So, keine Gewissensprüfung, sondern vielmehr ein rationaler Vorgang der philosophischen Forschung über die Natur der Seele. Er bietet uns nicht zu denken, was ich habe ich falsch heute getan und so weiter. Was die Stoiker eigentlich getan haben, wie Marco Rill, der Kaiser Marco Rill, aber eher, was bin ich? Was ist meine Seele? Und wie kann man das entdecken? So geht es weiter. Wir müssen mit der Betrachtung der Seele, die diese Welt irgendwie geschaffen hat, die hinter dieser Weltordnung liegt, man muss mit ihr anfangen. Alles, was Seele ist, besinne sich, das ist Konjunktiv, so ist das ein Befehl, besinne sich. Und die Seele heißt hier nicht nur meine Seele, aber die Seele insgesamt, eben weil ich als Seele Teil bin sozusagen der ganzen Seele, der Universalseele. Alles was Seele ist, besinne sich somit zuallererst darauf, dass sie es ist, die alle Lebewesen geschaffen hat. Wir haben das, die Welt geschaffen als Seele, hat, indem sie ihnen Leben eingeraubt hat. Die Werke, die Erde nährt und das Meer, die in der Luft sind und die göttlichen Gestirne, die am Himmel sind.
Sie ist es, die die Sonne gemacht hat, sie, die diesen gewaltigen Himmel geschaffen hat. Sie hat ihm seine Ordnung gegeben. Sie bewirkt seine regelmäßige Bewegung im Kreis, dieses Wunder, die Erscheinungen der schönen Welt, das von der Seele verursacht wurde. Das kann sie nur, weil ihre Natur verschieden ist von allem, was sie ordnet. Also es gibt einen Unterschied zwischen was geschaffen wurde, dieser Welt, und die Seele, die es geschaffen hat. Was sie ordnet, was sie bewegt und was sie leben lässt. Und sie ist notwendigerweise wertvoller als das, weil dieses entsteht und vergeht. Dieses Welt ist, leidet an einem Verstehen und Vergehen. Es ist nicht immer ständig da und bleibt nicht immer, wie es ist. Aber die Seele ist anders, ist unverändert. Und jetzt fast hier, ich würde sagen, ein religiöses Gefühl. Wie bereiten wir unsere Seele vor zu dieser Art Betrachtung? Was ist denn nach die Art und Weise dieser Versorgung mit dem Leben? Sowohl im Gesamten als in den Einzelwesen. Wieder mal die zwei. Darüber mag sie folgende Überlegung anstellen. Und dabei soll sie als eine andere, keineswegs kleine Seele, die große Seele betrachten. Jetzt hat man den Unterschied gemacht zwischen ich als Seele und die Welt- und Universalseele sozusagen. Und ich konzentriere mich jetzt auf mich selbst als Seele, die kleine Seele, in ruhiger Verfassung. Wenn sie durch Befreien von Täuschung von allen auf die anderen Seelen magische Wirkung ausübt, einer solchen Betrachtung würdig geworden ist. Täuschung, das magische Wirkung, das ist die exzessive oder übermäßige Hinneigung zum Äußeren, zum Materiellen. Das ist eine platonische Metapher, die Magie dieser Welt. Wir sind empört und versucht von der Magie dieser Welt, von der Materie sozusagen. Und dann geht er weiter fort. Ruhig sei für sie nicht nur die umschließende Körper, das Wogen des Körpers, sondern überhaupt alles, was sie umgibt. Ruhig die Erde, ruhig das Meer und die Luft und sogar der Himmel selber regungslos. Und das, trotz was damals vorher gesagt hat, ein gewisses Religionsgefühl vielleicht da, oder? Ja, aber nicht in dem Sinne der ritualen Religion vielleicht, aber mehr eine Bewunderung vor diese riesige Aufgabe, die vor uns steht, in die Welt des Geistes aufzukommen. Aber das Wortlauf hier ist traditionell. Es fängt an mit Homer. Die Götter in Homer wohnen auf Olymp, auf dem Berg Olymp, wo es keinen Schnee gibt, keinen Regensturm und so weiter. Die wohnen da in ganzer Ruhe. Und jedes Mal, man hört sehr oft, wenn man im Tempel man betet, man betet zunächst um Ruhe in sich selbst und um Ruhe ringsherum. Und ich habe das Gefühl, dass hier hinter dem eine Technik, die heutzutage sehr oft benutzt wird, hervorkommt, dass man in sich selbst Ruhe haben muss. Und eher als die Welt außerhalb sich selbst abzuschneiden sozusagen, die Augen zu schließen, die Augen offen zu lassen und zur Ruhe mit der Welt, des Außerhalbslichts zu kommen und diese Welt selbst als ruhige Welt
anzuschauen, nicht mehr störender wird. Ist das nicht eine Technik heutzutage des Kontemplierens? Und das kommt hier fort, glaube ich. Es gibt ein schönes Gedicht, was das illustriert von Johannes. Von Synesius, war Philosoph, aber war nicht professionell, in den 15. Jahrhundert, wohnte in Nordafrika, in Cyrene, und hat diese philosophischen Hymnen verfasst. Und hier, als er in der Wüste war, auf militärischem Dienst tatsächlich, hat er angefangen zu kontemplieren. Und vor dem Kontemplieren hat gebetet: andächtig schweige Himmel und Erde, still stehe die Luft, höret auf, wehe der raschen Winde. Es ist dieselbe Idee. Höret auf, Schwung der bereckenden Wogen, der Flüsse Mündungsströme, steil herabfallende Wasser. Schweigen beherrsche des Weltalls Schweren, wenn heilige Hymnen als Opfer dargebracht werden. Nur einige Minuten nach. Und gehe ich jetzt fort, und nun stelle Sie sich vor, stelle Sie sich vor, so eine im Gedanken, jetzt im Gedanken, das ist eine Art Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, wie von überall her in diesen stillstehenden Himmel Seele von außen gleichsam einströmt. Und dann muss man das dematerialisieren, das Materielle, die Räumlichkeit, die Zeitlichkeit und so weiter abnehmen, im Gedanken abnehmen. Und sich in ihm ergießt, wie sie von, das ist die Seele, von überall her in ihn eindringt und ihn innerlich erleuchtet, so wie der Sonnenstrahlen mit ihrem Licht über eine dunkle Wolke kommen, sie zum Leuchten bringen und ihr ein goldartiges Aussehen verleihen. Genauso dringt die Seele in den Körper des Himmels ein, die Weltseele, und gibt ihm Leben, gibt ihm Unsterblichkeit, weckt ihn aus seinem Daliegen auf. Und zum Schließen, vielleicht dieser eben noch zwei kleine Stücke, weil noch 5 Minuten oder so. Okay. Wenn man weiter aufsteigen will, dann steigt man bis zum Geist auf. Da die Seele also so wertvoller, ja göttlicher Angelegenheit ist, verlass dich nun mehr darauf. Hier spricht er direkt an seinen Studenten. Verlass dich nun mehr auch darauf, dass etwas derartiges seinen Weg zu Gott machen wird. Und steige gemeinsam, das gemeinsam mit der Seele, mit einer solchen Ursache zu ihm, zu den Geistimpuls, was höher liegt. Fass also das ins Auge, was göttlicher als dieses Göttliche ist. Die Seele ist göttlich, aber der Geist ist noch göttlicher. Ja. Dass der Seele nach oben hin benachbarte Seele, an das sich die Seele unmittelbar anschließt und von dann her sie stammt. Wir stammen von dem Geist. Das ist unser Herkunft. Obgleich sie nämlich eine Angelegenheit von solcher Art ist, wie unsere Argumentation gesagt hat, ist sie, die Seele, nur ein Abbild des Geistes. Wir können noch höher steigen, zu dem, was noch wertvoller ist. Und merken Sie mal, Argumentation. Das ist die philosophische, rationale Argumentation, was uns gesagt hat, dass eine Seele ist, was die Seele ist, und wie dass die Seele niedriger ist als ein Geist, und was ist der Geist? Und jetzt steigt man
zur nächsten Ebene der Realität, zum Geiste. Man kann es die Überlegenheit des Geistes aber aufgrund von folgender Überlegung feststellen. Wenn man die sinnlich wahrnehmbare Welt hier bewundert, mit Blick auf ihre Größe, ihre Schönheit, die Ordnung ihrer Bewegung, ewigen Bewegung sowie die Gürtel an ihr, von denen manche zu sehen, manche aber auch unsichtbar sind, Dämonen, Tiere, Pflanzen, so steige man auf zu ihrem Original, zu dem, was wahrer ist als sie, das, was hinter dieser Welt, als Modell, als Ursache dieser Welt liegt, wo unser eigener Heim ist, wo wir zu Hause sind. Und erblicke alles dort als etwas geistig Erkennbares. Ja, das ist noch ein Werk des Denkens. Aber ich lasse uns jetzt mit der Frage, die wir später wieder zurückgehen möchte, was ist diese Art des Denkens, das rationale Denken der Seele ist? Das ist ein intuitives Denken. Das, was Kant uns verboten hat, glaube ich, intuitives Denken existiert nicht vielleicht, aber was ist das? Und wir werden hier bevor ins intuitive Denken uns einzusinken irgendwie. Und er wird das seine Studenten dazu führen, und was es hier Juna, wenn Sie das kurz mal anblicken, könnten wir nochmal 14 nach dem Jahr. 14. Wir würden es nicht lesen, weil es kompliziert ist. Aber in 14 haben wir ein Beispiel von einem sehr, sehr strengen, rationalen Durchdenken, über das, was über das rationale Denken eigentlich liegt. Das intuitive Denken des Geistes. Und Plotin selbst sagt, dass man nicht darüber sprechen kann, doch spricht er sehr viel darüber. Und was man, wenn man darüber etwas spricht, was man spricht, ist nur ein Abbild von dem, was man entdeckt hat, was man diskutiert. Also dieses Beschreibens und hier der Wirkung des Geistes, des intuitiven Denkens, ist eine Beschreibung von dem, was über das aussprechbar ist eigentlich. Und es ist merkwürdig, dass die Theologen von den ersten Jahrhunderten diese Ideen und diese Analysierung von innerlichem Denken, von intuitivem Denken, benutzt und ausgebeutet hatten, um die Trinitationslehre zu bereichern. Und das ist auch das, worüber man nicht sprechen kann. Ja. Darf ich das da liegen lassen und dann, wir können dazu zurück und mit den Fragen vielleicht. Also, gehen jetzt in die Pause und ich würde sagen, um 12, ja, um 12 machen wir dann weiter mit Fragen und Antworten. Das